Servus, Freunde. Eigentlich hatte ich vor, als nächstes den guten Herrn Lejeune mal Ziel meines Sportes werden zu lassen. Aber da ich sowohl ein neues Mikro angeschafft habe, als auch im Kurzurlaub gewesen bin und da so ein bisschen Zeitversprechen ist, muss das leider etwas warten. Über das Pfingstwochenende ist wirklich eine Menge passiert und ich habe echt den Eindruck, dass die Blöden einfach nur mehr und nicht weniger werden. Das Festival Rock am Ring musste am Freitag aufgrund eines Terroralarms unterbrochen werden. Dieser bewahrheitete sich zum Glück nicht und das Festival konnte normal fortgeführt werden. Der Rock am Ring-Chef Marek Lieberberg geriet ins Kreuzfeuer der Zeitung und der Allgemeinheit in den sozialen Medien, weil er nach der Räumung des Festivals Muslime dafür kritisierte, dass sie nach jedem Terrorakt nur ihren eigenen Namen reinwaschen und sich nicht klar gegen die Gewalt aussprechen. Meinung, es muss jetzt Schluss sein. This is not my Islam and this is not my shit and this is not my whatever. Jetzt ist die Situation, wo jeder Einzelne sich dagegen artikulieren muss. Ich möchte endlich mal Demos sehen, die sich gegen diese Gewalttäter richten. Ich habe bisher noch keine Moslems gesehen, die zu 10.000 auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, was macht ihr da eigentlich? Und ich möchte haben, dass in dem Land etwas geschieht, dass Gefährder beispielsweise auch festgenommen werden, dass Gefährder nicht rumgehen. Wir zahlen den Preis für den Skandal um Amri, das sage ich Ihnen hier an dieser Stelle. Wir sind die Lückenbüßer dafür. Das ist nicht falsch verstanden. Ich bin dafür, ich habe mich bereit erklärt, das mitzutragen. Und ich bin dafür, dass, die Sicherheit für Leib und Leben jedes Besuchers über unsere kommerziellen Bedürfnisse hinausgeht. Aber es kann für uns kein Sonderrecht gelten. Und ich habe das Gefühl nun einmal, dass wir immer der Prügelknabe sind für eine Situation, die wir gar nicht verschuldet haben und wo wir eigentlich immer nur friedliche, wundervolle, kulturelle Veranstaltungen machen. Und man muss sich fragen, will man diese Kultur aufrechterhalten? Da euch sicher allen bekannt ist, was hier los ist, wenn man die Religion des Friedens kritisiert, dürfte die offen aggressive Art, mit der Lieberberg daraufhin konfrontiert wurde, nicht überraschen. Routinemäßig wurden die üblichen die braune Hetze unter diesem Hashtag ist viel schlimmer Floskeln ins Twitter-Fenster gecopy-pastet und anschließend öffentlich masturbiert. Ich habe den Hashtag in der Nacht auf meinem Smartphone gelesen und leider keine Screenshots gemacht. Da das Festival mittlerweile wieder läuft, ist es jetzt etwas schwieriger, die relateden Kommentare zu finden, aber ich werde noch ein paar raussuchen und sie euch einblenden. Neben den ganzen Beschwerden über rechtsversiffte Tweets konnte ich aber bis auf ein bis zweimal "Ich finde Terror doof" ausnahmslos diese Floskeln lesen. Und ich war auch nicht der Einzige. Ich habe andere Tweets gefunden, deren Verfasser die rechten Kommentare ebenfalls nicht finden konnten. Ich finde es einfach unfassbar übel, wie sehr diese "Oh mein Gott, diese rechten Hetzer" zu einem automatisierten Verhalten wurde. Diese Menschen prügeln jetzt ihre leeren Floskeln schon ohne Begründung in die Welt. Ich meine, versteht mich nicht falsch, Islamkritik mit Hitler zu vergleichen ist eine unfassbar dämliche Aktion, insbesondere wenn man bedenkt, wie die Hakenkreuzritter und der Islam zueinander standen. Aber wenigstens hatte man irgendeinen Appell an die deutsche Schuld, den man vorschieben konnte, um das Problem weiter zu ignorieren und sich öffentlich am eigenen Penis zu saugen und dafür auch noch Applaus zu kassieren. Glücklicherweise hat der Lieberberg vor dem öffentlichen Druck nicht schlapp gemacht. Ich konnte auf Welt.de lesen, dass Lieberberg zu seinem Statement steht und sich davon nicht distanzieren wird. Und dafür muss ich diesem Mann einmal einen großen Respekt aussprechen. Es mag eventuell auch an seinem fortgeschrittenen Alter liegen, dass er auf die öffentliche Meinung einfach keinen Bums mehr gibt, aber dennoch Hut ab. Die Welt vergaß natürlich nicht zu erwähnen, dass Lieberberg nicht nur Kritiker wurden hier übrigens nicht genannt, sondern auch Lob, etwa von hier namentlich genannt, der AfD erhielt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Auch das deutsche Buzzfeed. Namentlich Bento hat sich die Gelegenheit, einen Haufen Propaganda und Apologetik in die Welt zu rotzen, sowie die eigene Unzulänglichkeit dadurch zu beweisen, dass ihr Artikel zeigt, dass sie Lieberbergs Aussage nicht verstanden haben, nicht entgehen lassen. Das ist aber schon weitestgehend durch Schlomos Video gedeckt und ich werde mich dazu nicht noch einmal äußern. Schaut es euch bei ihm an, Link in der Beschreibung für den unwahrscheinlichen Fall, dass er ihn nicht kennt. Dass es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Terroranschlag auf der London Bridge kam, bei dem ein Kraftfahrzeug des Friedens die Menschen auf der Bridge küsste und sie anschließend mit Messern kulturell bereichert wurden, wisst ihr wahrscheinlich sowieso schon. Dabei kamen meines Wissens nach 7 Menschen ums Leben, weitere 50 verletzt und davon 21 in Lebensgefahr. Auch hier stöberte ich nachts im zugehörigen Hashtag, die Reaktionen hier waren tatsächlich eher zynisch,
Ich habe euch aber mal ein paar apologetische Goldstücke herausgesucht. Man darf sich mit dem Terror genauso wenig abfinden wie mit seinen Begleiterscheinungen. All diesem Hass und die Hetze. Zuallererst mal, mein Sohn, es heißt in diesem Falle der Hetze. Wir dürfen uns nicht mit der Hetze abfinden. Zweitens Bullshit. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, ein paar blöde Kommentare, die meist sogar nur kritisch und nicht mal beleidigend oder bewusst aufstachelnd sind, mit Toten gleichzusetzen? Du bist fucking widerlich, Mann. Wenn sie während des Ramadan Leute umbringen... Ach, außerhalb des Ramadan ist okay, oder wie? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Haben sie entweder ihre Religion nicht verstanden, oder sie sind gar kein Muslim. Moslem ist in erster Linie jeder, der sich zum islamischen Glauben bekennt, Mohammed als seinen Propheten anerkennt und die Mondgottheit Allah als einzigen Gott und Schöpfer akzeptiert oder verehrt. Dabei juckt es völlig, wie gut oder schlecht er sich, insbesondere gemessen an dem, wie sich Moslems deiner Vorstellung nach verhalten sollten, dabei anstellt. Es gibt nach islamischem Glauben zwar 4 Monate im islamischen Kalender, in denen Kriegsverbot herrscht, jedoch ist der Ramadan keiner davon. Einer von diesen Monaten ist übrigens die Pilgerzeit. Mich erschreckt der Hass in dieser Welt. Nicht nur von den Terroristen, sondern auch in den Tweets aus unserer, in Anführungszeichen, Zivilisation. Wenn wir für dich nur in Anführungszeichen eine Zivilisation sind, dann nennen wir bitte eine, die besser ist. Und ich warte immer noch darauf, dass mir einer von euch erläutert, inwiefern Hass kein legitimes Gefühl ist. Ich werde diesen behinderten Trend, oh ableistisch, nie verstehen, schätze ich mal. Ich töte, weil es im Koran steht. Terrorist. Ich liebe, weil es im Koran steht. Mein Nachbar. Ratet, wem ich mehr glaube. Ich möchte dir vorweg sagen, dass dein Nachbar ein verfickter Hurensohn ist, wenn er ein Buch braucht, um anderen gegenüber positive Gefühle zu haben. Im Übrigen impliziert deine Aussage, wem ich mehr glaube, dass du beiden zumindest ein bisschen Glauben schenkst. Also, vielleicht besteht für dich noch Hoffnung. Die Christen haben genauso viel Dreck am Stecken, wird halt nur mal wieder unter den Teppich gekehrt. Ja, was wird dir denn unter den Teppich gekehrt, Mann? Ist dir je der Gedanke gekommen, dass man sich mit einem akuten Problem mal beschäftigen sollte und sich vielleicht mit den Ursachen auseinandersetzen sollte? Mein fliegendes Spaghetti-Monster kotzt mich diese Relativierung an. Ja, Entschuldigung, sie haben Krebs. Und? An Grippe sterben doch auch jährlich viele tausend Menschen. Meine Fresse, was ein kreuzblöder Satz. Ich kommentiere das nicht weiter. Sie meinte auf die Frage nach Belegen noch, man soll doch googeln. Habe ich gemacht, habe aber nichts gefunden. Muss also davon ausgehen, dass sie einfach lügt. Gewinner des heutigen Leck mich am Arschpreis ist übrigens die SPD Darmstadt. Diese schrieb noch wenige Stunden vor dem Anschlag auf der Bridge, Identitäre sind im Vergleich zu Islamisten das weitaus schwerer wiegende Sicherheitsproblem. Lass das mal einen Moment einsickern. Identitäre sind also nicht nur schlimmer, sondern auch noch weitaus schlimmer. Führen wir dieses Gedankenexperiment einmal gemeinsam zu Ende. Um es zu vereinfachen, vergleichen wir hier einmal nur die Todesopfer. Da die Bewegung meines Wissens nach sich für eine Reinhaltung unserer Kultur einsetzt, verhält ich sie immer nicht als ernsthafte Bedrohung unserer Art zu leben. Aber weiter im Text. Um zumindest ansatzweise irgendeinen Vergleich aufstellen zu können, werte ich jetzt einfach mal alle Todesopfer rechter Gewalt als Opfer der identitären Bewegung. Und ich wurde sogleich fündig. Die Initiative Mut gegen rechte Gewalt liefert tatsächlich eine Auflistung sämtlicher Opfer. Es waren 178, davon 75 staatlich anerkannt. Und zwar seit fucking 1990. Gucken wir jetzt einmal, wie viele Todesopfer der islamische Terrorismus so gefordert hat. Die Liste verlinke ich euch unten, aber Obacht, Spoiler, es waren allein dieses Jahr fast 400. Und das Jahr ist erst zur Hälfte rum. Habt ihr eigentlich den verfickten Arsch offen, sowas zu schreiben? Ihnen ist dann wohl aufgefallen, dass die Aussage nicht so ganz die beste gewesen ist und gaben daraufhin bekannt, dass der Account, der das Ganze getweetet hat, ein Fake-Account gewesen sei und korrigierten ihre Aussage darauf, dass sowohl die Identitäre als auch der Islamismus Feinde der Demokratie seien. Sie sind in diesem Tweet zwar immer noch gleichgestellt, aber naja, was will man auch erwarten? Eine Userin deckt in den Antworten auf, dass diesem sogenannten Fake-Account alle offiziellen Accounts der SPD folgen. Davon mag man halten, was man will. Wenn man sich ihren Tweet anschaut, fällt auch auf, dass die SPD-Accounts keine Sonderzeichen zwischen Partei und Ortsbezeichnung im Ad haben. Der original-tweetende Account hieß SPD Darmstadt ohne Sonderzeichen dazwischen und bei dem Account, der diesen als Fake bezeichnet, hat sich ein kleiner Unterstrich zwischen SPD und Darmstadt geschummelt. Ich lege einfach mal den Verdacht nahe, dass hier kein Fake-Account vorliegt.
kurzer Edit nochmal zum Schluss. Ein Kumpel hat mir gerade eine Facebook-Seite zugeschickt, die sich laut gegen Nazis nennt und sich ebenfalls zu Rock am Ring geäußert hat. Hier heißt es: Rock am Ring. Herr Lieberberg, wir müssen Sie korrigieren. Nach jedem Terroranschlag in Europa haben tausende Muslime gemeinsam mit vielen anderen Menschen gegen den islamistischen Terror demonstriert. Auch wenn sie in Rage sein mögen und die Emotionen hochkochen, mit solchen Sätzen stärken sie die Phrasen von Rechtspopulisten, wenn auch vielleicht ungewollt, und fördern sogleich Vorurteile. Wir können nicht beurteilen, ob eine Gefährdungslage so vorliegt, wie sie kommuniziert wird, aber vielleicht sollten sie erst einmal an die tausenden Festivalbesucher und deren Sicherheit denken. Leib und Leben, sofern die Einschätzung der Polizei nur ein Hauch Wahrheit enthält, sollte doch auch für sie wichtig sein. Ich bin dafür, ich habe mich bereit erklärt, das mitzutragen. Und ich bin dafür, dass die Sicherheit für Leib und Leben jedes Besuchers über unsere kommerziellen Bedürfnisse hinausgeht. Wir glauben nicht, dass sie einen Sündenbock für die Fehler von Behörden darstellen. Das ist überzogen. Ja, das war soweit alles von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Medal on und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.